und der Start zum Hauptereignis, zum Aktionsrennen. Großer Preis des Gebiets Röttgen ist der Erfolg. Das Feld formiert sich. Am schnellsten flottes Tier Seepracht geht an die Spitze. Außen daneben galoppiert der Krefelder King Arthur. Dann geht es weiter mit Alcintana vor Voltuna Esculap. Dann Soprana auf Platz 5 auszumachen vor Lord Dubai. Die nächsten sind Remino in dabei. El Bellet Bien vor Velcanto. Weiter geht es dann mit Schützenbruder. Dann Flying Star und ganz hinten sieht man die Farben von Centurios. Das Feld bereits ausgangs der Gegengraden unterwegs. Jetzt mit Vorteil von King Arthur. Und er löst sich etwas auf 2, auf 3 Längen vor Seepracht. Das Feld für mich kurz verdeckt im Kanalbogen unterwegs. Mit dem Kommando von King Arthur. Dann 2 Längen bis zur Seepracht. Mit dabei vorne ist Alcintana. In Schlagdistanz folgt dann Soprana mit außen Voltuno Esculap. Dann sieht man die Farben von Lord Dubai. Weiter geht's dann mit Remino vor Bellet Bien, dann Velcanto und klar zurück ist hier Centurios. Das Feld gleich in der Geraden. Jetzt noch bis zur Linie 600 Meter. Vorn nach wie vor die 1, vorn nach wie vor King Arthur bringt das Feld führend in die Gerade. Jetzt noch bis zur Linie 400 Meter reichlich. Jetzt kommt Alcintana, dann der äußere Flügel mit Soprana, mit dabei Voltuno Escolab, mit dabei Remino, dann außen Velcanto, aber vorne ist jetzt Soprana, geht nach vorn. Soprana mit Voltuno Esculap im Kampf, Alcintana, Lord Dubai wird hier stärker, aber vorne ist hier Soprana, reicht das hier für Sie? Soprana im Kampf mit Lord Dubai, Soprana gewinnt mit anderer Stärke das Rennen vor Lord Dubai, dritter Voltuno Esculap vor Velcanto, dann auf Platz 5 Bellet Bien, dann Alcintana, Schützenbruder, dann schließlich müsste Remino gewesen sein, Centurio Seepracht, ja und das war's dann auch. Meine Damen und Herren, das Ergebnis vorläufig vom Hauptereignis vom 8. Rennen, großer Preis des Gestüts Röttgen, BBAG Auktionsrennhalle mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen. Es gewinnt vorläufig die 7 Soprana, geritten von Andras Starke. Zweites Pferd die 2 Lord Dubai, auf dem 3. Platz die 6 Voltuno Escalab und auf dem 4. Platz die 3 Velcanto. Noch einmal die ersten 4 Pferde vorläufig für das heutige Hauptereignis. Es siegte die 7 Soprana vor der 2 Lord Dubai, auf dem 3. Platz die 6 Voltuno Esculap und auf dem 4. Platz die Programm Nummer 3 Velcanto. Nach den Vorleistungen war sie am stärksten empfohlen, nach der Rechnung, wie man in der TUF-Sprache sagt, Soprana. Siegreich in den Farben des Gestüt Görlsdorf, trainiert von Markus Klug, der also seinen Vorjahreserfolg mit Why Not heute hier wiederholen konnte, belegte ja die Plätze 1 und 4. Und Andras Starke hat wieder zu Philipp Minarek den alten Vorsprung mit 8 Siegen hergestellt. Heute auch zum 2. Male erfolgreich nach dem Sieg gerade eben mit Nice Fellow. Jetzt erfolgreich im Hauptereignis. Mit Soprana, alles weitere und mehr gleich von meinem Kollegen Gunther Barth.